Was geht ab, meine Freunde? Whitey wieder am Start. Und wir spielen heute eine weitere Runde Tabs. Wir sind wieder bei einem richtig geilen Duell am Start. Und zwar kämpfen wir heute Evil gegen Dynasty. Ich bin mal gespannt, wie dieses Game ausgeht. Ich weiß, einige von euch haben tatsächlich auch in die Kommentare geschrieben, dass sie es cooler fänden, wenn Evil und Good nicht dabei wären. Ja, also wie ich auch in die Kommentare schon geschrieben habe, ich finde es auch ein bisschen krass, wie stark diese Einheiten einfach sind. Aber sie gehören einfach zu den aktuellen Vanilla-Einheiten dazu. Dementsprechend muss man sie mit einbeziehen. Aber grundsätzlich, wir haben am Ende des Turniers eben halt auch einen Drittplatzierten natürlich. Und dieser Drittplatzierte wird dann eben dementsprechend wahrscheinlich der Stärkste sein unter den anderen. The best of the rest. Die meisten von euch gehen ja jetzt schon davon aus, dass Good und Evil wahrscheinlich im Finale gegeneinander kämpfen werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da noch gar nicht so von überzeugt, aber ja. Um übrigens ein bisschen Abwechslung reinzubringen, habe ich mir gedacht, wir machen das jetzt so, dass wir immer zwei unterschiedliche Einheiten gleichzeitig kämpfen lassen. Das heißt, jetzt hier in dem ersten Fall wird es der Shadowwalker und der Exiled Sentinel sein, von jeweils 15 Stück gegen jeweils 15 Stück von der Dynasty. Das wären dann halt die Samurai und die Firework Archer. Ich hoffe, ihr mögt trotzdem dieses Konzept. Wenn ihr das mögt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Aktuell sind nur knapp, ich glaube, 15% von euch tatsächlich Abonnenten. Und ich würde ganz gerne noch die 400 Abonnenten diesen Monat schaffen und vielleicht sogar nächsten Monat schon die 500 Abonnenten. Das wäre ultra cool. Dementsprechend haut einfach den Like-Button rein. Gerne auch noch mehr als das. Gerne auch noch die Glocke, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns in den nächsten weiteren Folgen auch wieder. Hier jetzt tatsächlich war es ganz krass. Die haben ganz gut hier schon gekämpft, die Dynasty. Und dann haben sie halt auf den Sack gekriegt von den nachkommenden Kämpfern. Die sind halt stark. Na, also, was soll ich da sagen? Die sind halt echt stark. Das waren jetzt 30 Fighter hier. Und es ist halt im Endeffekt so, die wurden jetzt einfach überrannt. Jetzt machen wir hier 30 Fighter. Und zwar die Mönche, 15 Mönche, 15 Ninjas. Es liegt halt daran, dass die so stark sind, weil jetzt zum Beispiel die Shadowwalker konnten sich halt auch hinter die Gegner zappen und dementsprechend natürlich dafür sorgen, dass sie halt einfach schon vorher Damage drücken, bevor ihre anderen Einheiten noch kommen. Lassen wir den nächsten Fight laufen. Ich bin mal gespannt, wie das läuft, wenn wir nachher auch die große Armee haben. Alter, die sind halt einfach so krass, ne? Und durch das Anti-Ninja sind halt einfach komplett auseinandergenommen schon. Bevor überhaupt irgendwas passiert. Ich meine, die kosten natürlich auch deutlich mehr, die Einheiten, ne? Das muss man ja jetzt auch dazu sagen, die Einheiten von Good und Evil kosten halt auch deutlich mehr. Oh Gott, der eine Mönch fightet hier noch um sein Leben und fällt dann ins Wasser und stirbt. Schade. Schade. Ich habe jetzt auch extra diese Map ausgewählt für das Halbfinale, um halt dementsprechend nochmal den kleineren Einheiten ein bisschen mehr Chancen zu erarbeiten und dementsprechend dafür zu sorgen, dass die vielleicht einfach auch die Möglichkeit haben, hier die Gegner auch in den Tod zu stürzen. Alter, 15 Drachen. Ich weiß gar nicht, ob das passt. Ja, gerade ebenso, ne? Aber wir müssen halt irgendwo noch die anderen 15 hin. Alter, das klappt nie. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. Okay. Von den Punkten endlich mal halbwegs ausgeglichen. Oh Gott, die Framerate droppt. Sind halt sehr viele Schüsse unterwegs und sehr viele Blitze. Die Havachas sind hier hinten schon ein bisschen umgedreht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Damage können die hier noch drücken, bevor sie von den Blitzen getroffen werden. Die meisten von den Drachen sind schon down, würde ich behaupten. Oh, aber sie prasseln hier tatsächlich ganz gut nieder. Und ich glaube, das könnte tatsächlich ein Fight sein, der für die Dynastie ausgeht. Nice. What? Okay, nice. Sehr interessant. Sehr interessant. Ich habe mir übrigens auch gedacht, dass das Endprodukt, der letzte Fight, diesmal doppelte Punkte bringt. Das heißt, wenn man den letzten Fight gewinnt, kriegt man 2 Punkte. Also es steht jetzt gerade im Moment 2 zu 1 für
die Bösen tatsächlich, aber das heißt ja nicht viel. Das heißt ja nicht viel, weil wir jetzt natürlich noch das dritte Match haben. Das vierte Match haben. Das heißt, es steht dann möglicherweise 4-2 für 4-1. 3-1. 3-1 für die Bösen. Aber die können, die Dynastie kann dann halt im letzten Match noch 2 Punkte holen, wenn sie dann im letzten Match eben dementsprechend eben mehr Punkte reinsammeln. Und jetzt natürlich die Frage. What the fuck? Okay, ich bin, glaube ich, auf den falschen Knopf gekommen. Sorry, wir gehen nochmal rein. Jetzt ist die Frage, was können hier die... Alter, ich liebe diese Einheiten einfach. Aber da werden jetzt einige auch einfach ins Wasser fallen. Oh Gott, das ist einfach ein Riesengeschnetzel. Aber ich glaube, das werden die Monarchen gewinnen. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Die machen einfach zu viel Damage. Die machen einfach viel zu viel Damage. Die Monarchen haben einfach die... Affenkönige besiegt. Wenn es jetzt tatsächlich darauf hinausläuft, dass es ein Unentschieden ist, werde ich die Mannschaft gewinnen lassen, ohne dass wir noch ein weiteres Match machen, die Mannschaft gewinnen lassen, die grundsätzlich weniger Punkte kostet. So, wir haben beim letzten Mal das so gemacht, dass wir eine Super-Einheit hatten. Wir machen es diesmal so, dass wir 2 von den Super-Einheiten haben und von allen anderen 10. Das heißt, wir müssen jetzt 12 haben... 22, manche 32, zack, 42, zack, 52. Alter, das wird auch ein Fight, der komplett in die Hose gehen wird. 62. Okay, gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 62, okay. Okay, 10, 20, 30, 40, 50, 60 und 2. Ich gehe ein bisschen weiter weg, damit wir ein bisschen mehr sehen. Lasst ein Like und ein Abo da und jetzt kommt der große Endfight. Mal gucken, ob jetzt die Drachen tatsächlich ein bisschen mehr reißen können. Die meisten von den Shadowwalkern sind ja jetzt in den Hintergrund gejumpt. Das heißt, die werden wahrscheinlich viele von den Havatschas schon ausschalten. Die Drachen werden aber dementsprechend geschützt. Und jetzt ist die Frage, wie weit können die Drachen hier vielleicht irgendwas reißen, ohne dass sie einfach großartig... die Bösen durchziehen können, aber es sind zu wenig Havatschas noch übrig, oder? Die Havatschas sind die, die halt hier tatsächlich die Dynastie irgendwie in den Sieg bringen können. Oh, was machen die Drachen denn hier? Die sind hier runtergesprungen, ne? Da sind noch ein paar... Also zumindest eine Havatscha sehe ich noch. Der Drache wurde weit weggeschossen. Unten hängen halt die Havatschas fest. Das ist ganz schön dämlich. Und damit hätten sie... Ah, guckt euch das an. Das ist problematisch. Der eine würde die jetzt halt einfach komplett auseinandernehmen, ohne dass er viel machen muss. Der Drache hängt hier hinten fest. Oh, ich habe sehr viel darauf gesetzt, dass hier tatsächlich Evil noch gewinnen kann. Oh Gott, nein. Gehen die jetzt alle dahin? Sind die schon tot? Mist. Okay, das war's. Das war's. Ja. Das gewinnt böse. Es war tatsächlich ein relativ knappes Match. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Havatschas hier vielleicht ein bisschen was reißen könnten. Die meisten sind aber hier runtergefallen und dann dementsprechend elendig gestorben. Kann ich leider nichts für. Das ist halt einfach der, das ist halt einfach die Map. Und ja, dementsprechend kommt Evil auf jeden Fall weiter. Dynasty ist leider raus, aber das heißt noch nicht viel. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Und ciao.